Ja, genau. Total unlogisch, ja. Genau. Der hängt sich einfach ans Fahren der Auto ran und ja, das ist ja, naja, toll. Super. Finde ich ganz witzig. Lol, wegen so einem Spaß im Marken sind wir jetzt halt hier wieder fehlgeschlagen. Sag mal, wie lange sollte ich denn die Mission jetzt noch ziehen, ey? Leute, ist ja nicht normal. Also da wenigstens nicht gleich zwei Sterne bekommst, jetzt habe ich schon wieder die blöde Pistole hier, die brauche ich nicht. Das blöde Schwert hier brauche ich auch nicht. Mann, es nervt langsam. Was Bescheuertes, echt. Was so ein Zivilpolizeityp, so ein Typ da, der. Ja. Deswegen ist der mir auch nicht aufgefallen, aber diesmal weiß ich Bescheid. Komm, steig ein. Und genau wie der Typ, der kann auch einfach einsteigen, während ich bereits fahre. Das ist natürlich auch geil. Ach Leute, ich sag's euch. Also wenn jetzt die Mission nochmal daneben geht, dann. Alter, 16 Minuten für eine Mission, das ist ja nicht normal, ey. Normalerweise ist sie in 5 Minuten fertig. Ja gut, 5 Minuten nicht, aber 10 Minuten, jetzt ist es schon der dritte Versuch. Weil ständig so ein blöder Scheiß-Cop kommt, oder. Ach, Mann, ist ja auch egal. Ich bräuchte direkt ein schnelles Auto. Okay, diesmal haben wir nur einen Stern bekommen, das ist gut, dann. Gehen uns nämlich die Bullen nicht gleich so intensiv auf den Zeiger. Komm hier, Mongo, steigt ein. So, ein Stern immer noch. Der, wenn jetzt mal weggehen würde, das wäre ich sehr verbunden, ne? Obwohl, den da hinten, den lasse ich mal. You idiots off the force. Komm mal ab, ihr blöden Bullen, ich brauche ich gerade nicht. Scheiße, ich hätte den Stern nehmen sollen. Wow, wo ist er denn jetzt? So, und ohne Müdigkeit vorzutäuschen, fahren wir direkt weiter. Aha. Habt ihr ja schön gemacht, ihr Bullen. So, steig aus. Mission erfüllt. So einfach kann es sein, 4000 Dollar. Und ich mach da wieder so ein Spirenzchen hier, das kann ja nicht wahr sein. So, 19 Minuten haben wir jetzt dafür gebraucht, für das kleine Zeug hier. Nicht schön sowas, nicht schön. Aber gut, wir haben es erledigt. Und dass so ein blöder Bulle da steht, ja, mein Gott, das kann ja jedem mal passieren. Und wie gesagt, es ist ja auch schon eine Zeit lang her, dass ich Vice City gespielt habe. Jetzt mindestens schon mindestens zwei Jahre ist es schon her. Oder ein Jahr, ich weiß es nicht. Ja, sagen wir mal ein Jahr, zwei ist doch ein bisschen viel. So. Wir fahren jetzt natürlich direkt speichern. Das dauert ja nicht gar so lang. Wir haben ja da die
schöne Vassetti Estate. Auf das Auto brauchen wir auch keine Rücksicht nehmen. Wir kriegen ja eh immer wieder ein neues. Ach ja. Tommy, we gotta talk about stuff. What's the problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy! I done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off, okay? I'll talk to you. Jo, dann ist es halt eben so. So, okay, ja. Wir haben 20 Minuten. Ich würde sagen, die eine Mission machen wir noch. Die wird allerdings etwas schwerer. Moment, ich nehme direkt mal schusssichere Zeugs und speichere dann, weil dann muss ich nicht ständig wieder runterrennen und das Zeug holen. Ups. Aua. So, ist ja schön, dass das hier alles bei Tommy jetzt im Keller liegt. Okay, gut, dann hau ab. Und wir speichern jetzt direkt ab. So, speichern. Okay, und dann direkt die letzte Mission. Und dann haben wir auch schon die Vassetti Estate Mission gemacht. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump them. Good plan. Let's go. All right. Ja, hört sich so einfach an, das hört's okay, aber nicht. Let's get the cops' attention. So, wir müssen jetzt Aufmerksamkeit erregen. Tja, sollte ja nicht so schwer sein. Wir müssen ja nur ein bisschen in der Gegend rumböllern. Oh, da war direkt ein Cop. Den hätten wir umfahren sollen, dann hätten wir es direkt gehabt. So. Hier in die Garage zu folgen. Alles klar. Zwei Cops sollen mir in die Garage folgen. Dann werden sie durchgeknechtet und dann, ja, ins Ausland abgeschoben. Nee. Weiß ich nicht. Ja, wir klauen ihnen dann natürlich ihre Klamotten. Ihre Uniformen. Uni. Blöde Garage. Ab. Er kommt her. So. Tür geht zu. Tie him up and gag. Ooh, fits perfect. Bit tight around the crotch, though. Oh yeah, mine too.
So, nimm den Streifenwagen und lege die Bombe im Coffee Shop im Einkaufszentrum. Okay, ein Streifenwagen. Der ist hier mies versteckt ums Eck. Just give me a reason. So, Lance ist wieder zu blöd. Ach, dann steig halt hinten ein. So. Easy, brother, no cop drives this bad. Alter, scheiße. Ich habe jetzt gedacht, wir fliegen vielleicht auf oder so. Ja, das Auto ist schon ziemlich ramponiert. Ich muss jetzt hier erstmal kurz für die Flucht vorplanen. Da unten steht ein Auto. Ich kann jetzt nur hoffen, das sieht nach einem ziemlich schnellen Auto aus, dass das nachher auch noch unten steht. Weil wir dann nämlich ziemlich auf die Fresse bekommen werden. Und wenn ich nicht schnell mache, dann werden wir hier verhaftet, oder? Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Nice badge, nice badge. Real smooth, Lance. So, stell dich in die Markierung, um die Bombe zu platzieren. Okay, timers are set. 5 seconds and ticking. 5 seconds! We got to get the hell out of here! So, ich stell mich gleich mal in die... ja, genau. So, und jetzt haben wir natürlich hier gleich richtig A-Lageboden. Toll, und wo ist Lance jetzt? Ach nö, jetzt sag mir nicht, der Typ ist zu dumm. Ja gut, Lance, jetzt komm mit. Nix wie abhauen. Okay, das Auto steht noch da. Wir haben den Stern weggemacht. Ach komm, Lance, jetzt steig doch ein. Bitte steig ein, komm. Und jetzt müssen wir zurück zur Vassetti Estate. Ich versuche jetzt erstmal ein Pay and Spray zu finden. Laut meiner Information sollte hier irgendwo eins sein. Ja, 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 lasst mich zufrieden, haut ab. Okay, das wäre geschafft. Ich werde jetzt hier erstmal ausharren. Neuer Motor und neue Lackierung. Die Cops werden dich nicht finden können. So, jetzt komm. Jawohl, ja, wir haben keine Sterne mehr. Das heißt, wir können jetzt hier wieder fröhlich, frisch, munter rumfahren. Ging ja leichter als gedacht. Aber ihr seht schon, dass die KI einem das Spiel wirklich nicht leichter macht. Weil... ja... Ich hab's ja selbst gesehen, da buggt Lance einfach irgendwo rum oder kommt mir einfach nicht nachgerannt. Da, wenn mir jetzt nicht nachgerannt gekommen wäre, wäre es vielleicht nicht so glimpflich ausgegangen. Da ist er noch, jawohl. Und dann fahren wir jetzt zurück zur Vassetti Estate. Wir haben jetzt alle Zeit der Welt. Ach ja. Und rum um die Kurve und es fängt an zu regnen. Ach, heje. So, aussteigen. Und in die Markierung. Ach. Schutzgeldmissionen erfüllt.
Das Vercetti Estate generiert nun bis zu 5000 Einkünfte. Hol dir das Geld regelmäßig ab. Yay. So, nochmal 10.000. So, und hier. Steigt jetzt eben immer der Geldbetrag. Und wenn dann hier oben eine 5.000 steht, laufen wir da durch und kriegen dann 5.000 aufs Konto. Das heißt, wir haben jetzt hier eine unendliche Geldquelle sozusagen. Und einen Telefonanruf noch. Tommy, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tommy, because I ain't got no time to talk. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a spare slice, you know? Hey, Tommy, man. Look, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life. Treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Ja, gut. So, wir haben 31 Minuten, das heißt, ich werde jetzt mal wieder eine Aufnahmepause machen, weil ich ja jetzt eben angeschrieben wurde und bevor jetzt noch jemand anruft von den beiden. Weil sonst irgendwas ist. Jetzt mal wieder die blöde Piste hier loswerden. So, das blöde Schwert hier braucht auch kein Mensch, aber gut. Wir haben's halt. Ich find's blöd, dass man die Waffen nicht losbekommt. Finde ich wirklich schade. Ah, aber naja, gut. Wir haben jetzt die Vercetti Estate-Dinger gemacht. Oh, saubere Klamotten nochmal anziehen. So. Und da hinten ist unsere Kohle, Kohle, Kohle. Ja, also einen Safe kauft man sich, um's Geld reinzulegen und lässt ihn dann offen. Ja, das ist natürlich... Gut, naja. Okay, wir überschreiben mal kurz den aktuellen Spielstand und machen dann nochmal ein Save. Ein Sicherheitssave. So, und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Und, ja, war jetzt eine ziemlich kurze Aufnahme. Aber, naja. Also dann, bis zum nächsten Mal und hoffentlich ist beim nächsten Mal wieder der Paddy dabei. Und wenn nicht, ja, dann ist halt, ja, Pech, ne? Aber, naja, kann man nichts machen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.